Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von GTA 5 Story Modus. Wir haben letztes Mal dabei aufgehört, dass wir jetzt mit Franklin unterwegs sind. Und wir machen jetzt direkt die nächste Mission. Hier ist Lamar. Und wir müssen jetzt ein Auto auswählen. Ich nehme hier den weißen. So. So, und jetzt fahren wir die aufs Wegbringen. So. Müssen wir da mal folgen, sonst verlieren wir die Mission. Verdammt. Eigentlich kann ich relativ gut fahren. Ich habe früher schon ein bisschen online auch gezockt und die Kampagne relativ weit gespielt, bis zu der Mission, wo wir Trevor bekommen. Und halt in online war ich auch fahren 100 plus. Aber sagt natürlich nicht, so kann ja jetzt auch sein, dass ich nicht so gut fahre. Scheiße, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Hoffentlich kann ich es noch ausbügeln. Und jetzt einfach ganz gerade. Zeig mal raus. Und ein Jump. So, das war gerade ein bisschen Fail. Ich war ja vor ihm und wusste nicht, wo ich hin muss. So. Wow. Verdammt. So, Scheinwerfer natürlich an. Verdammt! Ey, fahr doch! So, mein Auto im Vergleich zu seinem ist ein bisschen kaputt. Jetzt muss ich Kopf loswerden. Ja, so wird das schon mal nichts. So, und fuck.
hier, weg hier, weg hier. Scheiße, komme ich hier jetzt nicht mehr raus oder wie? So, was war jetzt für eine Fähigkeit? Komme ich hier rüber? Ja, endlich. Schön, Loser. Mal eben über die Bahnstrecke fahren, um die kurz loszuwerden, und hier bleiben wir jetzt erstmal stehen. So. Verdammt. Boah. Im Online hat es immer funktioniert, da konnte ich über Treppen fahren, die wahrscheinlich der Platz hier. Zumindest sind schon mal viel, viel kleiner. Ich fahre jetzt noch kurz das Auto ab und dann war es das auch mit der Folge. Schon relativ spät und ich muss morgen in die Schule. Verdammt, was ist denn heute, was ist hier gerade mit mir los? Im letzten Part bin ich auch nicht so scheiße.
Witzig. Dafür den Wagen will ich eigentlich verkaufen. Kann man kaum noch fahren. Weil der so kaputt ist. So, jetzt sind wir bei einer Bar. Würde ich sagen, den Rest seht ihr beim nächsten Mal. Ist jetzt eine relativ kurze Folge und dann ciao.